Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der 17. Jetzt hätte ich fast Hauptfach gesagt. Youngtimer Projekt mit dem Werner von Burning Gamers und dem Randy von die Sachsen Let's Player. Hallo. Hallo. Spielst du jetzt so viel American Truck Simulator? Ja, das, ich weiß gar nicht, warum sich das nicht durchgesetzt hat. Das war doch so toll für den amerikanischen Markt. Da haben die auch alles marketingtechnisch richtig gemacht, oder nicht? So, was? Was war das denn? Steckt Ironie oder? Ah, okay. Die Frage ist, die wir uns gerade gestellt haben, ist, können wir möglicherweise fertige Ballen häckseln und irgendwo hinschmeißen? Theoretisch ja, aber da bräuchte man noch einen Mod für. Den habe ich installiert, den weiß er voraus. Verdammt, Randy, ich brauche einen Anhänger, warte. Och nee. Ich komme gleich nochmal, warte, warte. Fahr nicht weg. Du bist jetzt nicht mit einer leeren Maschine hingefahren. Natürlich. Nee, das will ich nicht machen. Ich hatte erst gedacht, er hängt den Dings, den Miststreuer hinten dran. Und dann? Ja, und dann willst du abkippen. Ach, oder da hat man Anhänger. Guck mal, da ist er. Ja. Ich verstehe das. Machen wir das Lückentext? Frech. So, ich fahre mal einfach weiter den Kram hier in die Halle rein, in der Zeit, wo ihr da irgendwas mit dem Drescher macht. Mhm. Aber darf ich mal ganz, warte, Moment mal. Achso, ist schon voll. Nee, ist schlecht. Wir haben aber diese Woche ganz tolle Themen, Randy. In der Tat, weil Sie lückenhaft angesprochen haben, eine weitere Lücke wurde im YouTube-Universum geschlossen. Denn Bibis Beauty Palace. Ja, egal. Hören Sie da, das ignorieren Sie einfach. Bibis Beauty Palace hat jetzt sich auch mit ihrem Julian oder Julian eher andersrum verlobt. Das wurde offiziell bekannt gegeben. Der Julian war aber natürlich so ein Tollpatsch, wie er immer ist, und hat den Ring 3 Größen zu groß gekauft. Aber das macht ja nichts, weil bei der Hochzeit kommt dann ja eh ein anderer Ring dran, ist ja ganz klar. Wann das Ganze so sein wird, ja, das steht noch nicht fest, aber man spekuliert, dass es noch dieses Jahr sein wird. Damit bewegen sich die Hebel. Ich wollte nur ganz kurz einwerfen. Ja. Geil, ne? Damit ist es auch nochmals bestätigt worden, dass das ist so Next-Level-Nachmacherei. Ja. Mhm. Auf der großen Bühne gibt es natürlich auch bei uns, auf der kleinen Bühne, ne, ist ganz klar. Aber das ist auf der großen Bühne schon Next-Level-Shit, weil die eine heiratet, die andere auch. Möchtest du das erklären? Was? Nee, das ist schon gut. Alles klar. Also, von daher, eine sehr... Hast du gerade den Drescher gegen den Baum gefahren? Ja, ich dachte, da geht's gerade aus. Ja, deswegen, heirate die eine, heirate die andere, durch die eine ein Kind, gut, kriegt die andere noch. Ja doch, das gab's zum Beispiel auch. Bibi wurde schwanger und ich glaube, eins oder zwei Wochen später wurde auch bekannt gegeben, dass Paola Maria und die mit den einen Typen von den Außenseitern zusammen ist, dieser Aluhutträger. Sascha, war das Sascha? Kuslowski? Der Russe, ne? Genau, das sind ja beide Russen. Und einer von beiden, ich glaube, das war der Sascha. Ja, den Aluhuträger halt, weil der sagt, ne, wisst ihr, ne, die Erde ist rund und wie ein Aliens ist unser höchstes Ziel. Genau. Wenn man nur an die Liebe glaubt, dann kann man auch mit einem Stein sprechen, irgendwie so, ja. Hm? Genau. Ne? Dreh dich nicht rum, sondern schau auf den Boden, die Blumen, die da liegen. Oder irgendwie sowas da. Das ist richtig. Das ist richtig, ja. Die sind mittlerweile auch schwanger. Also die. Sascha ist schwanger. Ja, der eine, der ist ja ein Reptiloid, ne? Also die können ja auch schwanger werden. Ah ja. Werner, das bringt so nichts. Das muss das vereinzeln. Guck mal, da kommt kaum Mischfutter an. Nee, das hast du recht, ja. Ja, hast du recht. Ja, ansonsten so YouTube Deutschland technisch, okay. Was? Das ist aber auch hier. Also. Bild. Ah, verdammt. Also, hat einen Ansgar gemacht. Was? Entschuldigung. Aber ansonsten so YouTube Deutschland technisch, muss man ehrlich gesagt sagen, viele Musikvideos, viel Ausländisches und den Trends wie immer. Aber ansonsten, weniger YouTube, mehr in Twitch-Bereich rein. Aber unser guter Montana Black, ja, den hatten wir ja erst in der letzten Woche gehabt. Den kriegen wir auch nicht mehr los im Moment. Nö, das ist richtig. Und der hat sich jetzt eine ganz nette Idee als Einfall gehabt. Und zwar hat er sich ein Gesichtstattoo machen lassen. Ein was? Ein Gesichtstattoo. Also im Gesicht tätowieren lassen. Aber Randy, es ist jetzt journalistisch schon ein bisschen fragwürdig, ne? Warum? Herr News. Was? Ja, weil
man muss mal die Fakten auf den Tisch hauen, weißt du? Der Montana Black ist der erste YouTuber auf Twitch, oder der erste Streamer auf Twitch, der 1 Million Follower hat. Jo, dazu wäre ich ja noch gekommen. Man muss ja die wichtigen Sachen ansprechen, nicht so ein olles Tattoo hier. Ach, die wichtige. Wichtig, eine Zahl kann nicht wichtig sein. Ja. Jo. Aber weil das Gesichtstattoo ist aber halt unterhaltsamer. Ja. Also für den Garnerol, der sich darunter nichts vorstellen kann. Was ist das? Genau. Das genau, nein. Und zwar, wenn das du. Ist ein Arschgeweih nur auf der anderen Seite und oben, oder? Ja, so unterm Auge so ein bisschen. Ja, das dementsprechend auch nicht. Permanent Make-up nur als Bild. Kennst du die bei Raumschiff Enterprise, die Klingonen? Die hatten auch sowas teilweise. Gesichtstattoos. Ja, also wenn man so ausländische, Entschuldigung, außerirdische Rassen spielt, dann hat man immer so, dass man da schon mal so auswählen kann bei so Spielen. Ja. Da kann man dann sagen, hier irgendwie. Darth Vader hat ja auch eins, aber der hat einen Helm drüber, das ist schlecht. Aha. Das ist auch nicht, ne? Mann! Ich fühle mich jetzt auf jeden Fall schlauer. Ja, siehst du. Maximal. Ja, na, im Endeffekt, wenn du ihn vorne auf die Kusche guckst, von vorne rechte Seite so, da wo die Koteletten eigentlich sind, ein bisschen weiter nach innen. Ja, das ist die Stelle. Und das Tattoo ziert das tolle Motiv, muss jetzt nicht richtig sein, aber ich glaube 21-164. So ein bisschen auf Graffiti-Street-Style-Art gemacht, ne? Ja. Würde ich jetzt mal sagen. Und da haben sich natürlich viele gefragt, für was steht denn diese Zahl? Sein Geburtsdatum, sein erstes Video auf YouTube? Nee, das ist die Postleitzahl von Buxtehude. Von seiner Hut. Von seiner Hut. Wer mit Buxtehude nichts anfangen kann, das ist eine Gemeinde in Niedersachsen. Das kennt jeder. Buxtehude kennt jeder. Buxtehude kennt jeder, ja. Das ist das Paradebeispiel, da wo man nicht hin will. Das ist richtig. Oder so ähnlich. Irgendwie sowas, ja. Am Arsch von Buxtehude. Ja. So, damit ja 5 Abonnenten weniger. Dankeschön. Ja. Kein Problem. So. Immer wieder gerne. Wenn wir das mit der Vereinzelung machen hier, der werden auch mal was lernt. Ja, und ansonsten hat er als erster deutscher Twitch-Streamer der 1 Million Follower erreicht. Hätte er die Hilfe eingestellt. Da bin ich gerade auf den Knopf gekommen. Wie Montana Black sagen würde, gefettfingert. Das ist richtig. Jetzt habe ich mal eine Frage zu Montana Black. Zu dem Gesamtkunstwerk, sag ich mal. Bin ich der Einzige, der diese übertriebene Prolligkeit bemerkt? In Art, Stimmlage und ja auch Äußerung? Oder ist das mittlerweile normal? Nee. Ja, das ist auch die Frage, die ich mir stelle. Ich glaube schon, dass er eine ganz große Vorbildfunktion ist für Teile. Das glaube ich auf alle Fälle. Und so, weil so wie er redet, das ist halt so dieser neue Slang, würde ich es beschreiben. Weil es hat ja mit der deutschen Sprache nichts mehr zu tun. Nee. Bruder, der macht Auge auf mich. Was soll das heißen, weißt du? Das war richtig anders schlecht, Werner. Ja, aber so, weißt du? Das ist, hat doch mit einem grammatikalisch richtigen Satz in der deutschen Sprache nichts zu tun. Nö. Das ist so der Nachfolger von der Fong-Sprache. Fong der Fong-Sprache? Naja, Fong war ja auch schrecklich, aber im Vergleich zu das, Fong, was... Von der Schrecklichkeit, ja. Von der Schrecklichkeit, ja. Aber das jetzt hier, ne, der Dicker, der macht Auge, oder mein Dicker, Gott, das ist ja heute wieder anders schlecht. Weil du so denkst, ja, da musst du dich erstmal... Musst du erstmal kurz drüber nachdenken, was die damit mähen. Aber ja, das ist mittlerweile... Mehr oder weniger trendy, aber nö, das ist, also sagen wir mal so, wenn man, trendy, ja, aber wenn man sich mittlerweile so die Kommentarbereiche bei YouTube so durchliest oder auch allgemeine Videoreaktionen von diesen typischen meine Meinung über, ne, oder zu, gibt's ja auch noch, ja, da merkt man, dass schon, seitdem das mit dem Fortnite da losgegangen ist, schon an sich schon negativere Stimmung mit rüberkommt, à la abgehoben, Doppelmoral, arrogant, geldgeil, kommt halt alles mit rüber. Also dein Bild oder dein Blick oder dein Gefühl, da stehst du nicht allein. Das sehen viele so. Zeit, dass mit dem Fortnite da durch die Decke gegangen ist und Fortnite sehr, sehr viel Liebe gibt. Im Sinne von Zuschauer, Donations und Subscriber. Da nochmal eine kurze Zwischenfrage, wo wir gerade von vorne sprechen. Der, wie heißt der? Nickel? Niki?
Der Niki, wie heißt denn der? Sagt Pimp. Nickboy irgendwas. Nick ah ja. Boy, genau, der von 8 Uhr morgens bis 24 Uhr streamt. Ja. Während der Schulzeit. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Und ihr so? Aktuell sind Sommerferien, um dich zu beruhigen. Ja, okay. Dann sei es entschuldigt. Ach. Okay. Das kurze Einwerfen. Ja, der hat es ja auch innerhalb von, lass mich lügen, 3 Monaten von nichts auf 100 plus geschafft. Stopp. Achso. Ja, krass, ja. Ja, ja. Und, naja, ich sag mal so, Fortnite spielen kann er definitiv. Also vom Skill her ist er schon mit weit vorne mit dabei. Ich glaube, er ist 13 oder 14 oder irgendwie sowas in der Art. Keine Ahnung. Mhm. Irgendwie sowas in der Richtung. Ich hoffe für ihn und für die Familie, dass da die Eltern das Ganze managen. Gerade das Finanzielle. Dass es da nicht irgendwann mal eine böse Überraschung gibt. Weil da kommt im Monat schon ordentlich vierstellig. Wenn nicht gar schon fünfstellig rum. Ja. Weißt du, was ich mich immer frage bei solchen Aktionen? Sagt dann das Kind, du, ich gehe jetzt ein bisschen streamen. Oder sagt dann irgendein Elternteil, du, kannst du mal streamen gehen? Also es gibt ja so ein paar Fälle. Ich hatte ja schon mal undercover einen Namen einer anderen Familie hier reingeworfen. Ich will das immer nicht nennen, weil solche Familien neigen auch dazu, sehr schnell da sehr aggressiv auch gegen sowas vorzugehen. Also deswegen habe ich das jetzt nicht erwähnt, ist echt so. Und da sieht man das auch so richtig, ne? Wie so diese Familie da, die da so hinstellt und dann, weißt du, so... Ach, der kann dann. Hast du normalerweise echt andere Sorgen als... Ne? Ja, ja, ich weiß, schön, was du meinst. Aber schön immer die Kamera dazu. Also ich würde das meinen Kindern nicht antun, ne. Was ist denn jetzt los? Stocker leck, leck, leck? Nö. 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 Alles normal, Gardero. Ja, das war, da frage ich mich halt immer, wenn ich so junge Leute sehe, immer, sollen sie machen, was sie wollen, bitte. Was ich eher bedenklich finde, ist, dass er in der Schicht, die er da macht, ungefähr 12 Liter Eis hier runterwirkt. Naja. Sehr gesund natürlich. Aber muss er mit gutem Beispiel vorangehen. Das ist richtig, ja. Das ist richtig. Naja gut, das ist halt immer klar, das wissen wir nicht. Das wissen wir nicht so wirklich, aber falls das alles mit ordentlichen Dingen vorangeht, meine, soll er machen, meine, was, die was Kohle, die er jetzt... Dinge? Ist er nicht einfach nur zu jung? Und viele andere auch, Fragezeichen? Ja, das kommt drauf, das kommt drauf an, ist er, wenn er 13 ist, ist es YouTube-AGB-technisch so eine Sache? Nein. Darum geht's, glaube ich, gar nicht. Achso, ne, wenn du jetzt meinst, ab einem 14-Jähriger, der so eine Reichweite hat oder auf YouTube sich präsentiert, ob der zu jung ist, würde ich jetzt nicht sagen, nö. Weil ich glaube, alle so 10, 8, 10, 11, 12, 13 sehe ich selber noch kritisch, aber ich glaube mit 14, gerade in der heutigen Zeit mit unseren Medien, also mit, ne, mit der digitalen Welt und Internet und so weiter und so fort, bin ich mir schon, denke ich mal, schon sicher, dass so ein 14-Jähriger nicht alles weiß, logischerweise, oder nicht alles wissen kann, aber sich schon so auf YouTube wissen müsste, wie man sich auf YouTube begibt oder wie man sich verhalten sollte oder was man auf YouTube machen sollte und was eher nicht. Und von daher sehe ich das da weniger das Problem. Bei Kindern habe ich ein Problem, bei Jugendlichen eigentlich nicht, weil da gibt es aber Tausende oder Zehntausende, whatever. Was ich halt gut finde, das muss ich jetzt einfach mal so sagen, ist, dass er zumindest irgendwas macht, wo er Spaß drin hatte, ja, oder Spaß drin hat und nicht irgendwie... So aussieht, ne? Ja. Ja, oder nicht irgendwie im Park rumhängt und sich irgendwas baut und dann raucht oder so irgendwas. Weißt du, gibt's ja auch. Mhm. Ja, guck mal in die Jugend. Ja, ja, das guck dir die Statistik an. So. Ja, eine kurze Frage. Also das ging damals so in meiner Zeit, als ich noch Jugendbetreuung gemacht habe, da ging das so los. Wo meine Zöglinge dann auch irgendwie dann das cool fanden, mit 12 da sich eine der in das Tütchen zu packen. Ne? So. Ja, das... Und, ich frage mich, wie sich das seitdem entwickelt hat. So, also ich bin da nicht auf dem neuesten Stand. Ich bin nicht up to date. Es ist noch schlimmer geworden. Weil wir haben ja so diese rückläufige Entwicklung bei so einem Blödsinn, wie sich die Birne vollsaufen zu lassen. Das hat ja sinnvollerweise natürlich auch in den letzten Jahren deutlich abgenommen. Wie ist es bei so einem Quark da? Ich will jetzt nicht das ein oder andere schlimmer reden. Ich will beides bescheuerte Drogen. Aber wie ist da die
Statistik, was sagt die? Wisst ihr das zufällig? Also, Statistik weiß ich, Statistik kenne ich jetzt nicht, aber gefühlsmäßig muss ich sagen, oder was man so hört, ist halt dieses Komasaufen weniger geworden. Ja. Zumindest kommt es mir so vor. Oder ja. Man hört halt nicht mehr davon, ich weiß es nicht. Nö, also von der Statistik her besagt, weniger Jugendliche rauchen und trinken. Das ist rückläufig. Aber dafür ist der Konsum von Marihuana, ich glaube leicht ansteigend oder so. Gut. Das Drogenthema, wenn wir das jetzt groß aufmachen, dann ist... Na, da werden wir nicht mehr fertig. Ja, das ist richtig. Machen wir Schluss für heute. Ich habe übrigens noch hinbekommen, das Heu und das Stroh zu vereinzeln. Nur zur Info. Kühe können also jetzt auch wunderbar gefüttert werden. Sehr gut. Und damit... Wenn euch das gefällt, dass ich das hinbekommen habe, dann gebt mir bei Werner und René einen Daumen. Hä? Mach weiter, das klingt so gut. Ansonsten bis zur nächsten Folge. Schreibt uns gerne einen Kommentar, den lesen wir immer. Außer Werner, der muss gerade noch Kommentare sortieren. Macht das dann in Zukunft wieder und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hülle. Tschüss.